So Leute, herzlich willkommen zum letzten Part, denke ich mal, vom Pokémon Golden Edition Hard Gold German Walkthrough von mir. Ja, der letzte Part, der sollte gefüllt sein mit einem Kampf, und zwar gegen ihn hier, der direkt hier oben steht, und zwar Red. Wir sprechen einfach mal an und ich würde mal sagen, der Kampf beginnt. Mit der besten 8-Bit-Mucke, die man hier im Pokémon auffinden kann, und er fängt an. Natürlich mit einem Pikachu, was auf Level 88 sich befindet. Das könnte, wenn sogar sein stärkstes Pokémon, also vom Level her gesehen sein. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ich hoffe, ein Erdbeben sollte es besiegen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt nicht durch diesen Eisenschweif so hart getroffen werden, dass unser Mammutl draufgehen tut. Ich hoffe es nicht. Bitte, bitte. Wäre zu schön, um wahr zu sein. So, der Erdbeben trifft. Natürlich. Und da es hagelt, haben wir einen kleinen Vorteil, wenn wir Blizzard einsetzen wollen, denn dann trifft Blizzard immer. Besonders für Obama Snow, was ja bei mir im Team ist. Aka Jetman. So, Pikachu wurde besiegt, was ja auch sowas von klar war. Es hagelt weiterhin und jetzt kommt ein Turtok, und ein Turtok ist ein Wasser-Pokémon. Kennen wir ja, Shiggys zweite Entwicklungsstufe. Und da werden wir mal unser Raichu reinschmeißen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unser ehemals Pikachu-farbenes Pichu wieder seinen Job total verkacken wird. Denn Turtok ist ein geiles Pokémon. Ich finde den Sprite jetzt in Hard Gold Silver nicht so gut. Aber was willst du machen? Wir setzen Donner ein. Wir treffen wundersamerweise. Und machen Turtok sehr viel Schaden damit. Was aber eigentlich klar ist. Der Blizzard, das Turtok muss Blizzard drauf haben, ist ja klar. Trifft uns hart. Wahrscheinlich killt es uns. Oh, doch nicht. Wundersamerweise. Aber ich will es jetzt nicht riskieren, weil ich bin mir ziemlich sicher, diesmal wird die Donnerattacke daneben gehen. Deswegen machen wir einfach mal einen Ladungsstoß. Wird wahrscheinlich auch nicht zum Kill führen. Oder doch? Ja, okay. Ich hab gedacht, der würde so mit einem kleinen Futzen an KP noch überleben. Dann wird der Hagelsturm dann eh das Turtok in die Jagd im Grunde schicken. Aber es ist besser, wenn schon Dreck drauf geht. So. Und jetzt kommt Relaxo. Oh Gottes Willen, ey. Relaxo, ich hasse es. Jetzt müsste ich mal überlegen, was ich reinschmeiße. Ich glaube, Jetman könnte es mit Egelsamen erstmal mal spritzen. Wäre ganz ein Vorteil. Ich habe die Delegato-Attacke durch Kraxdorf erlernt. Ich habe leider keine andere Wahl gehabt. Ja, machen wir mal Egelsamen. Wir sind sogar schneller, aber ich glaube, das ist eigentlich kein großes Wunder. Blizzard trifft, ist klar. Aber der Schaden, der wird sich normalisieren sozusagen. Aber es sieht auch nicht so viel ab. Aber war ja klar, Relaxo. Ich weiß nicht, ob es in der Spezialangriff auch ganz gut ist. Wer weiß. Also, die Attacke gerade eben hat eher das Gegenteil bewiesen, sozusagen. Aber dafür sind wir, glaube ich, etwas besser. Wir werden mal unseren Blizzard einsetzen. Müsste aber auch natürlich sehr viel mehr abziehen, weil wir haben nicht nur den Step-Bonus, sondern wahrscheinlich auch einen etwas höheren Spezialangriff. Aber nein, es macht einen Volltreffer, sozusagen. Aber hat auch nicht so viel abgezogen. Macht aber nichts. Wir haben ja noch andere Attacken. Der Knirscher war schon etwas besser. Aber wie sagte ein guter Wi-Fi-Bettler, versuche auf Hex zu spielen. Also, in dem Beispiel jetzt würde ich jetzt die ganze Zeit mit Blizzard angreifen, solange bis das Relaxo reinfriert. Und dann habe ich eigentlich die freie Wahl, was ich machen könnte. Aber das werde ich jetzt nicht tun, denn es ist kein Wi-Fi-Battle, sondern noch was viel Besseres. Ein Kampf gegen Rot. Mann, Highlight eines Pokémon-Trainers. Gegen den Besten überhaupt anzutreten. Obwohl, wir haben ihn ganz gut in der Kontrolle. Oder so eine Art. Keine Ahnung. Der Special Defense Drop. Ne, Quatsch. Normale Defense Drop. Juckt uns gar nicht. Wahrscheinlich wird jetzt Relaxo drauf gehen. Durch Egelsamen. Ja, genau. Kann das nicht mal überleben. Ansonsten hätte es sich heilen können durch Top-Genesung, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Red es auch einsetzen wird. Ist klar, ne?
So, und jetzt kommt Glurak. Da schmeißen wir unser Herbert rein. Denn Herbert, wir wissen es ja, Herbert ist ein Monster. Das Ding ist einfach ein Monster. Das werden wir jetzt sehen. Nein, ich mache Stärke. Scheiße. Da war mein Daumen mal wieder etwas zu schnell auf der Y-Taste bei mir. Ich habe die A-Taste auf meine Y-Taste auf der Tastatur gelegt. Falls diejenigen, die es wissen möchten. So, Stärke war jetzt blöd, ich weiß, aber naja. Ich wollte eigentlich Surf einsetzen. Der einzige logische Grund, warum ich Herbert reingeschmissen habe. Ja, Surfer. Das war die ganze Zeit Luftschnitt in der Hoffnung, dass wir flinchen. Und das tun wir auch. Das ist aber scheiße, denn jetzt müssen wir uns mit deinem Trank heilen. Denn die nächste Luftschnittattacke wird uns definitiv killen. Und das will ich nicht, denn ich brauche mein Herbert noch. So, wo ist mein Top-Trank? Hier ist mein Top-Trank und wir setzen ihn ein. Ja, ja, Glurak halt. Aber ich könnte ja auch auf Zeit spielen, also Stalling betreiben, denn... Naja, das ist ein bisschen blöd eigentlich für den Gegner, dass es hagelt. Aber da kann ich ihn wirklich eindämmen, sozusagen. Aber so bin ich nicht. Ich bin ja eigentlich eher der offensive Spieler. Und das wird sich jetzt auch zeigen. Nein, ich will nicht wieder zurück in die Tasche. Ich möchte jetzt surfen. Und ich hoffe, Herbert, dass du diesmal nicht flinch tust. Was machst du? Ja, ja, ich kann schon wieder einen Trank einsetzen. Das ist genau wie bei beim Champ Siegfried. Da habe ich auch ganz lange gebraucht, um das Glurak zu besiegen. Oder so eine Art, ja, genau so war das. Und das wird sich jetzt wohl wiederholen müssen. Ich hoffe nicht, dass meine Zeit jetzt knapp wird. Wäre ein bisschen zu schade. Na, schlimmstenfalls kann ich ja den Part splitten. Also gleichmäßig schneiden, damit der Kampf eigentlich ganz gut reinpassen wird in den Zeitfenster sozusagen, ja. So wollte ich das sagen. Aber diesmal müssen wir jetzt angreifen. Los, komm, Surfer! Herbert, hab keine Angst. Luftschnitt ist eine Billigattacke. Ja, endlich. Na, endlich surft er. Und das wird Glurak auf jeden Fall in die Jagdgründe schicken. Das ist ja immer sowas von todsicher. So. Dankeschön, Herbert. Was hat er denn eigentlich auf dem Pokémon? Ich glaube, Psyana, oder? Hat er noch ein Psyana? Ich weiß das gar nicht. Eine goldene und silberne Edition damals auf dem Gameboy. Hatte er das? Als anderes Pokémon gehabt, stimmt. Nee, doch nicht. Das war auch damals Pikachu. Ach, scheißegal. Visaflor kommt rein und da werde ich mal ganz einfach mal unser Hundemon aka Dedum reinschmeißen, denn ich werde mich einmal boosten mit Ränkeschmied. Ich hoffe, dass ich nicht drauf gehe bei der Attacke, die Visaflor jetzt einsetzen möchte. Matschbombe. Nicht sehr effektiv. Und doch, stimmt. Vergessen. Andersrum. Und... Was für eine Scheiße! Da macht er Volltreffer. Das war jetzt doof. Also das war jetzt ziemlich beschissen. Der Volltreffer kam auch voll in den richtigen Augenblick. Ja, wir müssen dann jetzt mal versuchen, das Visaflor mit Kampfschiff zu besiegen. Denn Kampfschiff hat eigentlich auch eine theoretische Chance, es zu besiegen. Und wir schmeißen einfach mal mit Fliegen unser Ding, Kampfschiff in die Luft und wir greifen nicht zuerst an. Wieder mit Matschbombe und ich glaube, das wird wieder... Ne, doch nicht. Ey, wenn das wieder ein Volltreffer gewesen wäre, dann wäre ich sauer. Okay, bin ich jetzt schon, aber... Naja. Das war jetzt gerade eben voll der Abkack. Direkt mit Volltreffer getroffen. Und jetzt trifft Fliegen nicht, habe ich recht? Oh, doch. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, Hundemon hätte es eher geschafft. Also, naja. Immerhin so viel KP gelassen, damit es eventuell durch den Hagelsturm drauf gehen kann, oder? Natürlich nicht! Da ich mir ziemlich sicher bin, dass sich unser werter Freund der Visaflor sich heilen wird, mache ich das mal auch. Und zwar in Form von Top-Beleber, das ich ja unterwegs gefunden habe, um meinen Hundemon auf volle KP zu bringen. Denn das ist jetzt auf einmal das Wichtigste. So.
Jetzt greift er wieder bestimmt auch zur Top-Genesung. War mir klar. So. Es hagelt. Und wir haben noch ein paar KP übrig. Aber wir können nicht viel machen. Hätte ich bloß Sucker Punch als Attacke. Das wäre viel besser. Aber ich glaube, Krankschiff kann die Attacke nicht erlernen. Macht aber nichts. Denn jetzt schmeiße ich mal direkt unser Houndoom, Arcade Doom rein und greift direkt mit Flammenwurf an. Ich glaube, das kann unter Umständen auch das Visaflor mit einem Treffer besiegen. Wie gesagt, es könnte. Mal schauen, ob sich das auch bewahrheiten tut. So, der Flammenwurf hat getroffen. Und hat es nicht besiegt. Und wir pennen. Scheiße, ja. Nur zum Glück. Na komm, mach schneller. Zum Glück haben wir noch ein paar Hyperheiler. Diese goldenen Dosen mit einer Spritze dran. Halten unser Doom von der Schlaf. Vom Schlafen, ja. Und jetzt macht er schon wieder Top-Gelesung. Ey, ich tu mich jetzt aufboosten, gell? Aber so derbe. Nochmal Ränkeschmied und. Nein. So. Jetzt kommt er bestimmt wieder mit Match Bomb, aber das könnte uns jetzt so oder so killen. Wenn es nicht mal Volltreffer wird. Ja, es macht schon wieder Schlafbruderdach. Es geht daneben. Das ist die Chance. Wir müssen es jetzt sofort mit einem Flammenwurf killen. Los, Houndoom. Flammenwurf auf Visaflor. Und kill dieses. Das weiß ich. Komische Salatteil oder. Boah, Gott. Fauna-Shit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es down. Und wir haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun, was könnte es sich handeln? Ich hab's vergessen. Ah ja, stimmt. Lapras hat er auch noch. Da müsste ich mal versuchen, mit Raichu direkt einen drauf zu hauen. Aber ich glaube, Raichu ist langsamer. Ach Gott, das will. Obwohl, ich hätte hier eigentlich mit Hundemann drauf gehen lassen können. Also direkt mit Ding angegriffen. Ich weiß es. Mit, wie heißt die Attacke? Finsteraura, natürlich. Wir haben jetzt mal geboostet, wir sind eh schneller. Hätte Lapras auch ganz schön viel Schaden machen können, dann hätten wir es eigentlich einfacher gehabt. Aber. Na, was willst du machen? Raichu's down, ist klar. Lake zieht mir ab. Mittlerweile als üblich. Keine Ahnung, wie genau. Wir müssen es jetzt nur noch schnell besiegen. Wir schmeißen den Doom rein und machen einfach mal die Finsteraura, die wir gerade eben besprochen haben. Ist zwar diesmal nicht geboostet, aber was willst du machen? Wenn wir uns jetzt boosten würden, dann hätte das Lapras uns so oder so gekillt. So, Finsteraura hat getroffen. Das Lapras ist noch am Leben. Aber es wird wahrscheinlich sich nochmal heilen werden. Darauf wette ich. So, der Doom ist down. Und ich glaube, der Abspann, der danach kommt, ich glaube, der passt nicht mehr aufs Video. Egal. Den Abspann können wir uns eigentlich ja schenken. Wir schmeißen Herbert rein. Und machen Psychokinese. Ganz einfach. Und zwar auf das Lapras, was sich jetzt heilen wird. Volle Breitseite. Los, Herbert. Wie viel das abgezogen hat. Kannst auch nicht viel machen. Ich kann einfach nur Psychokinese einsetzen und hoffen, dass ich das Lapras irgendwann mit so einem Volltreffer besiege. Am besten wäre das jetzt dieser Zeitpunkt, die nächste Psychokinese. Und Herbert ist im roten Bereich. Ich mache jetzt einfach mal auf Risiko und greife einfach mal mit meinen restlichen 7 KP das Lapras an. Und bete auf einen Volltreffer. Der nicht kommt. Schade. Bisher wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Oh Gott, ey. Ich habe nur noch eine Minute Zeit. So, Jetman. Hau den Holzhammer raus und schmeiß ihn aufs Lapras Gehirn. Es heilt sich schon wieder. Ach komm. Jesus Maria.
Josef und Co. Aber diesmal wird Holz einmal ziemlich wieder einen Schaden anrichten. Eine ganz starken Pflanzenattacken überhaupt. Sozusagen der Risikotackle. Ach ja, da ich jetzt nicht riskieren will, dass mein Video zu lang wird, würde ich mal sagen, ich beende den Part mal an dieser Stelle. Im nächsten Part werden wir ihn besiegen, Haus auch rein.